Man kennt es ja aus der Filmgeschichte, ne? Es muss ja immer irgendwelche Duos geben. Bud Spencer, Terence Hill, Bonnie und Clyde. Am besten funktioniert es immer mit Geschwistern. Ne? Ein Duke kommt selten allein, ein Zwilling kommt selten allein und auch ein Hengstmann kommt selten allein. Gott sei Dank. Und hier sind sie bei uns wieder zu Gast und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, hier sind Tobias und Sebastian Hengstmann. Oh. Stellt euch an die Bar. Wir machen so. Na gut. Schön. Wollt ihr was trinken? Ja, ja, wollte ich gerade fragen. Ja. Ich hätte gerne ein Bier. 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 Ja, was denn? Bier. Schön. Wenn ein guter Barkeeper hat immer einen Flaschenöffner an den Schlüssel. Ah, cool. Ja. Schön. Ja. Oh, das ist das gute Magdeburg-Pilz. Gute Nacht, ja. Sehr schön. Das ist doch Krombacher beklebt. Nein. Wir dürfen hier keine Werbung machen. Nein, das könnte auch Sternburg sein. Oder Hasselröder, genau. Oder Becks. Cool. Ja. Ja, Freunde, dann Prost. Prost. Oh, mein Trinken ist noch hier drüben. Ja. Prost. Ja, komm, ich hasse Prost. Dich. Ja, komm. Prost. Bin ich wieder. Tim. Prost. Es ist uns eine große Ehre, zur Jahresabschlussendung hier eingeladen worden. Ich freue mich auch sehr, wirklich, dass ihr nochmal vorbeigekommen seid. Wir haben vor ein paar Sendungen mal was Witziges gemacht. Da hatten wir Martin Guerrero zu Gast. Ja. Und da hatten wir unangenehme Fragen für Martin Guerrero in eine Schüssel. Ja. Und er musste die ziehen und beantworten. Ja. Und ich habe mir gedacht, ey, das wäre doch super lustig, wenn man das mit euch machen könnte. Total gerne. Das ist doch total lustig. Was? Ja. Keine Ahnung. Du hast gesagt, uns wird hier heute gehuldigt. Ja, natürlich. Ja, natürlich, auch in gewisser Art und Weise. Ja. Und wir sind natürlich vorbereitet. Ach cool. Guck mal, hier sind ganz viele kleine Zettelchen drin. Ja. Ihr kriegt die ganz simple Aufgabe. Zieht einfach einen Zettel, lest die Frage vor und beantwortet einfach mal. Wir sind gespannt. Gleichzeitig? Wenn ihr so multitalentiert seid, könnt ihr dies gern probieren. Nein, sind wir nicht. Okay. Sind wir gar nicht. Mhm. Hilft es als Komiker, wenn man scheiße aussieht? Ja. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Okay. Gut. Aber du bist ja auch kein Komiker. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das sagt er richtig. Das ist schön, oder? Hier, komm, mach du das mal. Du hast viel wesentlich dickere Finger als ich. Bin ich zu negativ? Ja. Gut. Welchen Kollegen findet ihr richtig unangenehm? Das kann ich ja nicht sagen, da wird Tim beleidigt. Ja, das stimmt. Dachte ich mir. Ja. Mhm. Achso, das geht ja noch weiter. Okay. Mhm. Werdet ihr eigentlich von niemandem Seriösen eingeladen oder warum seid ihr ständig im offenen Kanal zu Gast? Ja, es ist. Es ist einfach so. Faktisch alles es ist so. Richtig. Ja. Es ist so. Natürlich. Ja. Also, wir haben eine Einladung vom Papst gekriegt, aber. Da konnte man nicht. Ja. Und bei MDR. Was war hier? Ab 4? Ja, war auch schon. Ja. Das kann man bei YouTube noch nachgucken. Hier ab 4. Genau. Ja, ja. Mensch, aber was war los? Hat Peter Maffay ist ja abgesprungen oder wie? Genau, der so ungefähr. Nee, die wollten da irgendwie. Und da war ich noch schlank. Genau. Ach so. So. Oh. Aber da warst du 5 Jahre alt, das kann gar nicht sein. Ja, komm. So, Show passiert. Okay. Mhm. Wer hat denn das zusammen? Das sind doch einen ganz kleinen Finger war doch das. Ich weiß, wer es war. Aber was ist das Peinlichste, was euch je bei einer Show passiert ist? Mein Bruder, können wir weitermachen? Genau. Zu Recht, das verstehe ich. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, komm, Fresse. Ja. So, wie ist es mit Mitte 50 die zweitbeste Late-Night-Show in Magdeburg zu haben, nach einem 15-Jährigen im Konfirmationsanzug? Na, Mann! Das ist ja lustig. Schön. Ja, also, was soll ich sagen? Wir haben halt keine Zeit. Wer hat den höheren Bodycount? Wie viele Menschen hast du schon umgebracht? Der Rambo des Ostens, Tobias Hengst. Heute nicht mitgerechnet? Ja. Heute nach der Show nicht mitgerechnet. Okay, genau. Schön. Ja, genau. Bodycount, das ist ein. Ja. Schweigt ihr? Das ist aber schade. Wieso denn? Na, was denkst du denn? Eins. Okay. Mhm. Okay. Das ist aber nicht der. Okay. Wie ist das? Es ist immer blöd, wenn so eine Frage gestellt wird und dann nicht beantwortet. Das ist auch für das Publikum extrem unbefriedigend. Wie ist es, wenn man nur durch Vetternwirtschaft erfolgreich geworden ist? Ja. Mhm. Ich glaube, diese Frage müssten wir auch der Familie Klatten mal stellen. Wer ist Familie Klatten? Deine Urgroßeltern, väterlicherseits. Wenn sie das wären, wäre das schön. Das sind nämlich die BMW-Erben. Ach so, schön. Ja. Okay, die finde ich schön. Lieber mit Lutz Trümper Fahrrad fahren im Stadtpark oder mit Simone Boris essen gehen und die FDP zahlt? Alles. Alles. Ja. Ja. Gut. Genau. Da komm, jetzt machen wir das hier alle. Ja. Das ist schön. Jemand Mühe gegeben. Wer würde euch in einem Biopic spielen? Also mich, Bud Spencer und ihn, Terence Hill. Ja, oder ihn, Paul. Mhm. Ja, und mich, du. Oh, das können wir machen. Aber muss ich mir dafür eine Glatze schneiden? Schnauze. Nein, das ist alles auch irgendwo auch eine gewisse Art von Respekt. So, pass auf, mein lieber Freund. Ja. Warum in Magdeburg? Für Berlin nicht lustig genug? Ja. Ich würde niemals. Das ist bescheuert. Niemals auch nur einen Fuß außerhalb dieser Stadt setzen, um irgendwas. Wie ist es denn mit Egeln? Das ist ja quasi, nein, wir wohnen in Egeln, das ist richtig, aber Magdeburg ist, also Egeln ist Wohnort, aber Magdeburg ist Heimat, das ist einfach so.
Und das Spannende ist, wenn wir in Magdeburg, das wirst du bestätigen können, wenn du jetzt nach Berlin gehen würdest, wir würden einfach alle untergehen in Berlin. Das ist gut möglich, ja. Und hier ist es einfach so schön. Also der Magdeburger ist zwar sehr provinziell, mhm, und man sagt, der Magdeburger geht zum Lachen in den Keller, aber wenn er im Keller ist, geht die Post ab. Und das ist für mich der Punkt. Ja. Deswegen zeichnen wir im Keller auf, meine Damen. Genau. Das sieht man ja eindeutig. Ja. Genau. Genau, das ist einfach cool. Ich will nie weg aus dieser Stadt. Niemals. Nee. Niemals. Also, und das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt hier in Magdeburg, ja, wir, auch du, wenn, ja, wir den weltweiten Durchbruch hätten, würde es in Magdeburg niemandem auffallen. Wahrscheinlich. So. Weil wir sind ja schon so fame in Magdeburg, das ist ja klar. Eben. Wollt ihr auch mal was Richtiges arbeiten? Also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja Lehramt studiert. Ja. Und zwar 17 Semester, dann habe ich erfolgreich abgebrochen. Und ich darf jetzt nicht als Quereinsteiger arbeiten, obwohl ich die gleiche Ausbildung, das gleiche Studium wie alle Lehrer habe. Ich habe keinen Abschluss. Ja. Ach. Und du darfst in Deutschland nicht, ja, im öffentlichen Dienst arbeiten, wenn du keinen Abschluss hast. Und das Schöne ist ja, in seinem Fall ist das ja auch sehr gut. Ach komm mal, die im Großen und Ganzen. Und ich habe richtig gearbeitet, hallo. Was hast du denn gemacht? Ich war mal Thai-Masseusin. Ah, schön. Genau. Nein, er hat Mediengestalter für Print- und Digitalmedien gelernt. Genau. Und hat jetzt, ihr habt doch jetzt vor einer Woche... Ich habe jetzt 20-jähriges aktives Kündigen gefeiert. Ui, genau, da kann man mal klatschen. Ja, ja. Ich dachte zwischenzeitlich schon, du hättest Tantra-Massagen oder so absolviert. Nee, alles gut. Die sind jetzt Prostitution, hast du mitgekriegt? Was denn? Tantra-Massagen sind jetzt Prostitution. Ja, deswegen gehe ich doch da auch hin. Ach so, gut. Ich werde dadurch jetzt zum Freier. Ist blöd. Okay, ja, schön, schön. Naja. So, Leute. Das war das Video. Zum nächsten Video geht's da lang und den YouTube-Kanal könnt ihr da abonnieren. Freunde!